Es sind zumindest ermutigende Zeichen. Es war ja noch gestern, wo gesagt worden ist, am Mittwoch steht ein Angriff bevor. Und da finde ich es gut, dass jetzt Truppen abgezogen werden. Ich finde gut, dass das Signal aus Kiew gekommen ist, ein NATO-Beitritt steht nicht auf der Tagesordnung. Und damit sind Türen für weitere Gespräche offen. Das ist aber wirklich erst der Start für einen langfristigen Prozess, der vielleicht Frieden in dieser Region dauerhaft bringen kann. Türen für weitere Gespräche offen, sagen Sie. Und Sie sagen, eine möge bitte den Fuß in die Türe stellen, nämlich Angela Merkel als Vermittlerin haben Sie ins Gespräch gebracht. Es gibt noch keine Reaktion der Betroffenen selbst oder auch aus der Ampel. Was macht Sie eigentlich da vielleicht zuversichtlich, dass Angela Merkel und Olaf Scholz händchenhaltend über das Stöckchen springen, was Sie ihnen hinhalten? Es geht ja nicht um Händchenhalten, aber Angela Merkel hat große Erfahrung. Sie ist eine der Mitbegründerinnen des Normandie-Formats gewesen, kennt Wladimir Putin gut, kennt auch Herrn Zelensky gut, spricht die Sprache exzellent. Das sind nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen. Und da sie kein politisches Amt hat, ist es vielleicht ein Angebot an alle Seiten, dass sie akzeptiert wird. Denn es ist ja nicht nur die Frage, dass die deutsche Seite das akzeptieren würde, sondern eben auch Frankreich, auch die Ukraine und auch Russland. Deswegen ist es ein vorsichtiger Vorschlag. Vielleicht wird er aufgenommen. Ich würde mich freuen. Man könnte allerdings auch den Eindruck gewinnen, dass es ein Vorschlag ist, der an der Kompetenz von Olaf Scholz zweifelt. Nein, schauen Sie, Vermittlungsbemühungen und Vermittlungspersonen hat es vielfach gegeben, die häufig unterhalb der Ebene eines Regierungschefs etwas bewegen konnten. Und Olaf Scholz hat ja wahrhaftig nicht nur die Aufgabe, diesen Konflikt zu lösen. Wir haben in Deutschland das Thema Impfen, Energiepreise, vieles andere mehr. Und da wäre es ganz gut, wenn jemand, der dann doch etwas mehr Zeit hat, diese Chance nutzen kann und diese Möglichkeiten unterhalb des Radars der Öffentlichkeit hier für Lösungen zu werben. Sie ist allerdings ja nicht so die typische Vermittlerin oder könnte es kaum sein, weil sie ja früher immer auch Partei gewesen ist. Was für einen zusätzlichen Vorteil würde man gewinnen? Ich glaube, dass sie sich als Vermittlerin gezeigt hat, denn das ist das Normandie-Format überhaupt gegeben hat, dass die vier Staaten an einem Tisch waren. Dass es zumindest einige positive Akzente dort in der Region gegeben hat, das hat mit ihr zu tun. Und deswegen war sie schon da Vermittlerin zwischen der Ukraine und Russland. Und das kann sie eben in neuer Form und ohne die Verantwortung der Regierungschefin, könnte sie das wieder wahrnehmen. Aber zuallererst wird sie diese Entscheidung treffen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt nicht darauf wartet, dass ein Linker das vorschlägt. Das kann schon alles sein. Aber bei Betrachtung der wirklich ganz, ganz komplizierten Situation glaube ich, wenn man einen Beitrag zum Erhalt des Friedens leisten kann, dass Angela Merkel dort sehr wohl nicht ganz verschlossen ist. Sie, die Linke, haben ja einen etwas anderen Blick auf die Situation, auch auf Wladimir Putin und auch wer Schuld hat vielleicht an der Eskalation oder Teilschuld mitträgt. Das ist für Sie auch die Ukraine. Also ganz klar, die Truppen, die dort an den Grenzen stehen, die sind unverantwortlich. Die Annexion der Krim war völkerrechtswidrig. Das alles ist unbestritten. Die 13.000 Tote dort in dem Gebiet der Westukraine, der Ostukraine, das alles ist verheerend. Aber zu sagen, es gibt nur eine Einseitigkeit, das wäre auch falsch. Die Ausdehnung der NATO ist für Russland ein Problem. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das muss man nicht teilen, aber zur Kenntnis nehmen sollte man das. Die Gefährdung, die auch aus historischer Sicht dort ist, muss man zur Kenntnis nehmen. Aber mir geht es ehrlich gesagt nicht um Schuldzuweisungen, Verantwortlichkeiten. Ich würde allen raten, die innenpolitischen Komponenten hier rauszunehmen. Dafür geht es um zu viel. Russland ist Atommacht, Deutschland hat eine historische Verantwortung und wir leben in der Kriegsgefahr. Wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt, dann wird man nicht zuallererst darüber reden und sagen, du bist schuld, der ist schuld und so weiter. Wladimir Putin hat hier, ich war dabei, eine beeindruckende Rede im Deutschen Bundestag gehalten unter dem Beifall aller Fraktionen. Das ist aber 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her, aber das ist damals nicht aufgenommen worden. Nun kann man immer das sagen, es gibt einen Schuldigen und wir haben alles richtig gemacht. Nein, das sehe ich ausdrücklich nicht so. Aber das ist auch Vergangenheit. Es geht jetzt darum. Aber Sie sagen auch, Wladimir Putin ist der Aggressor. Wladimir Putin hat die Soldaten an der Grenze zu Ukraine, in Belarusland, in der Ostukraine auffahren lassen und ist natürlich ein riesiges Problem. Und bisher hat Russland diese Aggression ja nicht gestartet. Und wenn jetzt diese Manöver, wie das heißt, beendet werden, ist das immerhin ein kleines
Zeichen der Ermutigung. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Krieg. Und ich bleibe bei meiner These, Frieden in Europa ist nur mit Russland und nicht gegen Russland erreichbar. Wenn Olaf Scholz heute nach Hause fliegt, um 16 Uhr ist ja erst die Pressekonferenz, was wäre ein Erfolg? Ein Erfolg ist, wenn weiterhin Türen offen sind. Wenn klar ist, dass man weiter redet um eine Perspektive, die für alle Länder zum Vorteil gereicht, das wäre ein großer Erfolg. Vor allem, dass man im Gespräch bleibt und dass diese These, dass morgen ein Krieg beginnt, dann wirklich zu den Akten gelegt werden kann. Ein weiteres Thema bewegt die Öffentlichkeit, Corona. Sagt die Linke auch, wir müssen jetzt schnell öffnen und was soll zuerst gelockert werden? Also ich gehe davon aus, dass die MPK morgen entsprechende Maßnahmen beschließen wird. Wir sehen in anderen europäischen Ländern, dass es dort sehr zügig geht. Ich bin dafür, dass es weiterhin wissenschaftsbasiert gemacht wird. Aber für mich ist eines klar, Kinder und Jugendliche müssen zuerst im Fokus stehen. Also Maskenpflicht weg, Testpflicht weg. Die Maskenpflicht weg, das wäre wiederum eine Forderung eines Politikers, die ich so nicht unterschreiben will. Das müssen andere einschätzen, wenn das möglich ist, möglichst schnell. Natürlich sind die Masken auch für die Heranwachsenden nicht unbedingt etwas, was zu Ziele gereicht. Aber wenn es gesundheitspolitisch notwendig ist, dann gehören sie weiterhin getragen. Aber wenn irgend möglich, dann sollte man auch auf die Masken verzichten. Wenn irgend möglich, sollte man das Testen zurückfahren. Das sind alles Dinge, dass wir möglichst schnell zu einem Leben kommen mit Corona, aber doch zu einem Höchstmaß von Normalität.